Fort mit dem Tagesordnungspunkt 5, Um- und Ausbau des Heinz-Steuer-Stadions in der Basisvariante. Und da steigen wir ein in die Debatte. Es beginnt die CDU-Fraktion und ich darf Frau Wagner bitten. Für den DSC geht ein langjähriger Traum in Erfüllung. Eine traditionsreiche Sportstätte in einzigartiger Lage wird zu neuem Leben erweckt. Dresden ist eben doch auch Sportstadt. Wolfgang Söllner, Präsident des Dresdner Sportclubs. Das neue Stadion wertet die Heimstätte unseres GFL-Teams enorm auf. Unser Ziel: ein Zuschauerdurchschnitt zwischen 4.000 bis 5.000 und regelmäßige Fernsehübertragungen durch MDR und Sport1. Sören Glöckner, Präsident der Dresden Monarchs. In unserer neuen Fechthalle mit moderner Infrastruktur können wir regionale und deutschlandweite Wettkämpfe durchführen. Zudem wollen wir unser Sportangebot für Kinder und Jugendliche erweitern und den Verein für Behindertensport Rollstuhlfechten öffnen. Reginald Köhler, Dresdner Fechtclub. Wir freuen uns auf herzbewegende Momente im größeren Ballettsaal mit höherer Decke. Alle Vita Bötter, Vorsitzende Cinderella e.V. Das werden uns nachfolgende Generationen noch danken. Für uns ist die neue Anlage auch in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Sportgymnasium eine große Chance, Squash noch mehr im Schulbereich zu etablieren. Dr. Friedsch, erster Squash-Club Dresden. Durch das neue HSS besteht die Chance, im Frauenfußball langfristig eine Dresdner Mannschaft auf hohem Niveau zu etablieren. Heiko Petzold, Stadtverband Fußball Dresden. Mit dem Neubau bekommen wir die Chance, groß zu denken, und als Sportverein muss dies der Anspruch sein. Das Gebäude an der Haupttribüne gilt es optimal auszulasten und zum Sport-Hotspot auszubauen. André Egger, Laufszene-Events. Das Dresdner neue Heinz-Steier-Stadion ist ein Meilenstein und der aktuelle I-Punkt für die Entwicklung des Sportparks Ostra. Für uns ist wichtig, dass die modularen Erweiterungen jetzt intensiv mitbesprochen und mitgedacht werden. Mike Walsdorf, Dresdner Eislöwen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen hier im Stadtrat, auf politischer Ebene kämpfen wir seit mehr als 2 Jahrzehnten für den Bau dieses Stadions. Aber nicht nur wir, auch der ehrenamtlich organisierte Sport bringt sich seit 2 Jahrzehnten hier aktiv ein und hat uns sehr dabei geholfen, im wettbewerblichen Dialog und in der Jury eine wirklich gute Entscheidung zu treffen. Die Vereine waren unmittelbar eingebunden und haben uns am Ende zu der Entscheidung geführt. Der fachliche Input war sehr viel wert. Im Ergebnis haben wir einen tollen Entwurf. Mein Kollege Mario Schmidt bezeichnete ihn vorhin als eine Architektur der modernen Leichtigkeit. Das Gebäude passt wunderbar in seiner Leichtigkeit zur Anmutung der Sportart Leichtathletik. Ich möchte aber auch kurz sagen, Sie haben sich vielleicht ein bisschen über diesen etwas ungewöhnlichen Einstieg in Zitatform gewundert. Dieses ehrenamtliche Engagement über die vielen Jahrzehnte von den Sportvereinen bleibt größtenteils unsichtbar. Deswegen habe ich mich entschlossen, in Vorbereitung auf diese Rede heute hier, das sichtbar zu machen, den Sportvereinen, den aktuellen und den künftigen Nutzern heute hier ihre Bühne zu geben. Gestern habe ich Sie gefragt, was wünscht ihr euch, was bedeutet für euch dieser Bau? Alle angefragten Nutzer haben binnen weniger Stunden geantwortet und nicht nur in dieser Kurzform, sondern haben sehr, sehr viele Sachen übermittelt. Und ich hoffe, dass mein Ziel,
Sie ein bisschen mitzunehmen in die Sportwelt, wie sehr die Sportvereine diesem Bau entgegenfiebern, noch mal aus einer ganz anderen Perspektive als wir als Politik, dass ich dieses Gefühl ein Stück weit hiermit übermitteln konnte und zugleich auch ein paar Wünsche und Erwartungen für die Bauphase an Sie, an uns alle mitgeben konnte. Für mich persönlich war die Juryentscheidung, ich glaube für alle, die dabei waren, an dem 17.11. ein wirklich erhebender Moment. Wir haben vor vielen, vielen Jahren einen Lauf begonnen. Ich vergleiche den Bau des Stadions gerne mit einem Marathonlauf, aber ich finde, es reicht irgendwie nicht mehr so sehr. Das Stadion ist ja Ort vieler Marathon-Zieleinläufe gewesen und wird es zukünftig auch wieder sein. Aber heute hier läuten wir die finale Phase eines echten Ultramarathons ein. Wir begeben uns heute mit der Entscheidung für die Bauvergabe an den besten Bieter auf die Zielgerade und das ist wirklich ein guter Tag. Ich freue mich darüber. Eins ist mir aber noch wichtig. Auch die letzte Etappe wird anstrengend werden und wahrscheinlich wird auch während des Baus die eine oder andere Hürde zu überspringen sein. Die sehnsüchtige Eröffnungsparty wird noch ein Stück auf sich warten lassen. Aber uns muss wichtig sein, wir müssen die Zeitplanung einhalten, wir müssen die Kosten einhalten, denn wir haben ein großes Ziel vor Augen und das ist die Deutsche Leichtathletikmeisterschaft 2024 hier in Dresden. Ich denke, wir können das schaffen und ich möchte ganz zum Schluss in meinem letzten Satz nochmal den Bogen zum Anfang zu den Vereinen schlagen, denn die haben auch bestätigt in ihren Antworten, wir waren wirklich mitgenommen, wir konnten uns einbringen. Wir wünschen aber auch, dass in der Detailplanungsphase und in der Bauphase das so bleibt und dass wir auch da noch unsere Hinweise einbringen können. Insofern, Feuer frei, lasst uns bauen und heute ist ein guter Tag für den Sport in Dresden. Herzlichen Dank. So, als nächstes AfD, Herr Radzinski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, ich würde es kurz machen. Ja, es ist ein wichtiges Projekt. Wir haben hier ein einstimmiges Ausschussvotum, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das Ganze heute auch einstimmig beschlossen wird. Deswegen ist meiner Meinung nach jetzt nicht der richtige Moment, angesichts der derzeitigen Corona-Situation, sich hier 5 Minuten lang auf dem Rednerpult selbst auf die Schulter zu klopfen. Lasst es uns einfach beschließen und vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Kiesling, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, der heutige vor uns stehende Beschluss zum Um- und Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions drückt erstens die Wertschätzung dieses Stadtrates und der Stadt vor den SportlerInnen und den Sportinteressierten dieser Stadt aus, einer sehr großen Bevölkerungsgruppe. Er drückt zweitens aus die Achtung vor einem Ort und seiner Geschichte. Das sieht man an Detaildiskussionen, wie zum Beispiel der um die Anzeigetafel, die dann heftig diskutiert, nun wohl doch erhalten und einbezogen wird. Drittens, dieser Beschluss zeigt den Mut dieses Stadtrates, auch unter schwierigen finanzpolitischen Rahmenbedingungen Dinge auf den Weg zu bringen. Und ich würde mir wünschen, dass diese drei Elemente, nämlich Achtung vor einer großen Bevölkerungsgruppe, Wertschätzung für eine große Bevölkerungsgruppe, Achtung vor dem Ort und seiner Geschichte und finanzpolitischer Mut auch an anderen Stellen gelten, zum Beispiel beim Sachsenbad. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion. Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream, ich möchte diesen wichtigen Tag heute gern als eine Sternstunde im Dresdner Sport bezeichnen, denn ein transparenter Prozess, der im Sommer 2018 begonnen hat, findet hier einen finalen Abschluss. Der Entwurf der Dresdner Architekten O+M, die bereits das Dynamo-Trainingszentrum konzipiert haben, überzeugte, wie Frau Wagner schon sagte, nicht nur durch die beeindruckende Fassade, sondern auch durch die gefeilte Einbindung aller sportrelevanten Bedingungen. Und wie auch Frau Wagner schon betonte, ist das Ziel dieses Stadions nicht nur
europaweite und deutschlandweite Leichtathletikmeisterschaften, ausgerufenes Ziel 2024, nach Dresden zu holen, sondern auch dem Breitensportverein wie dem Stadtverband Fußball, Radfahren, Fechten, Squash und andere einzubeziehen. Ich möchte auch noch mal darauf eingehen, Frau Wagner, was Sie so betont haben, dass wir von Anfang an die ganzen Vereine mit eingebunden haben. In der Tat haben wir, glaube ich, selten eine derart basisdemokratische Entscheidung von Anfang an herbeigeführt. Aber ich glaube, dass auch dort ein großer Dank an Herrn Dr. Lames und auch an Herrn Gabriel auszusprechen ist, die ja diesen Prozess von vornherein in dieser Art und Weise begleitet haben. An dieser Stelle einen herzlichen Dank. Was mich heute allerdings etwas irritiert hat, war dann doch ein Beitrag in der DNN. So bin ich doch davon ausgegangen, dass wir tatsächlich einen einheitlichen Beschluss fassen, dass wir dort gemeinsam einen Strang ziehen und eigentlich jetzt auch 2 Jahre innerhalb dieser Lenkungsgruppe sehr lange miteinander diskutiert haben. Dort wurde unter anderem das mangelnde Konzept zur Betreibung angesprochen. Ich kann diese Auffassung nicht teilen und ich finde es schade, dass heute mit diesem Artikel so ein kleiner Beigeschmack im Raum herrscht, weil ich genau das glaube, was Frau Wagner eben uns vorgeführt hat in Form von Zitaten. Ich glaube, durch die Einbindung von allen und auch dieses Zeithorizontes, den wir jetzt entsprechend als Stadtrat und als Sportpolitiker begleiten müssen, ein Betreiberkonzept in einer fixierten Art und Weise gar nicht vorliegen kann und auch nicht sollte. Ich würde mir für die Zukunft wünschen und für die kommenden 4 Jahre, 2024 sind die nächsten Wahlen, daran können wir uns dann nämlich auch messen lassen, wie weit wir sind, dass wir dort an einem Strang ziehen, dass wir gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Sport und mit der Finanzverwaltung insbesondere unseren eigenen Finanzpolitikern es so umsetzen, wie wir es heute beschließen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion, die FDP-Fraktion. Herr Zastrow, bitte schön. Das ist auch gleich von hier, weil wir uns ja sowieso alle einig sind und uns alle freuen, dass es ein toller Tag ist. Die wesentlichen Sachen wurden ja alle schon gesagt. Das ist eine riesige Herausforderung finanziell für die Stadt. Wir finden es trotzdem gut als FDP, dass wir uns auch neuen großen Herausforderungen stellen. Die Sportvereine, die dort sind und alles das, was in Zukunft noch stattfinden soll, haben sich auf jeden Fall verdient. Die haben lange darum gekämpft, lange dafür geworben worden. Durch ein ewiger Prozess schon die ganze Zeit, wie ich im Stadtrat bin, ging schon im Steierstart. Und wir freuen uns sehr, dass es heute auf den Weg gebracht wird. Herzlichen Glückwunsch. Auf geht's. Danke. Als nächstes Freie Wähler, Herr Genschmann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auch ich will es ganz kurz machen. Wir können alle stolz sein, was wir in den letzten Jahren in Dresden im Sport geschafft haben. Es zeigt, dass Dresden eben eine Sportstadt ist. Und jetzt kommt was, es ist nicht nur eine Dynamo-Stadt, kommt aus meinem Mund. Dresden ist schon immer eine riesige Sportstadt. Ich war mit meinem Vater als Kind im Heinz-Steier-Stadion zu den Olympischen Tagen, zur Ankunft der Friedenfahrt. Es ist gut, dass wir das jetzt endlich mit dem neuen Stadion sozusagen abrunden. Für mich ist der Sport ein Musterbeispiel für gesellschaftliche Integration von Arm und Reich, von verschiedenen Kulturen. Die ganzen Vereine in der Stadt Dresden zeigen, wie es miteinander funktioniert. Diese Entscheidung hier zum Heinz-Steier-Stadion, hier im Stadtrat, kann uns eigentlich auch als politische Akteure zeigen, dass es miteinander funktionieren könnte. Lassen Sie uns daran arbeiten, dass solche Großprojekte uns auch in der Politik dazu bringen, dass wir gemeinsam für Dresden, für alle Dresdner was erreichen und mit dem Heinz-Steier-Stadion und mit der Entscheidung heute zum Neubau des Heinz-Steier-Stadions haben wir einen großen, guten Schritt für Dresden getan. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sportlerinnen und Sportler. Dresden ist ja mittlerweile Bundesmeister bei Großprojekten.
Und das haben wir, sag ich mal, wirklich bei der Infrastruktur anfangen. Wir können bei den Schulbauten, über die Kulturbauten bis hin jetzt zu dem geplanten Verwaltungszentrum. Das sind alles gute Sachen. Und ich denke dann, dass jetzt auch mit dem Heinz-Steyer-Stadion an der Stelle wirklich auch nochmal eine Sportstätte in Angriff genommen wird, die es auch verdient hat, weil es einfach, sag ich mal, auch dann das älteste Stadion überhaupt in dieser Stadt ist und die, sag ich mal, auch eine Tradition hat, die ja wirklich, sag ich mal, auch diese Geschichte, auch dann diese Sportgeschichte unserer Stadt geprägt hat. Ich selber bin dort schon zur Spartakiade gelaufen, habe doch auch zur Friedensfahrt den Einfahrt mit erlebt. Dann. Also von der Seite habe ich da auch durchaus persönliche Erlebnisse mit dem Steyr-Stadion. Der Entwurf, den wir jetzt präsentiert bekommen haben und auch im Lenkungskreis in der Jury letzten Endes ausgewählt haben, ist wirklich beeindruckend. Das muss man einfach auch so sagen. Dann, es ist wirklich ein guter Entwurf und eine gute Architektur an dieser Stelle, wenn man sich von innen auch nochmal anschaut. 37 Millionen sind natürlich auch an der Stelle wirklich ein beachtlicher Betrag, den wir nochmal in die Hand nehmen. Und wir müssen auch uns klar sein, dann, dass diese 37 Millionen Euro in irgendeiner Form auch im Nachgang wieder, sag ich mal, ein Stück weit auch eingespielt werden müssen. Weil wir nehmen es ja sozusagen nicht aus dem normalen Haushalt dann, sondern wir finanzieren. Und an dem Punkt würde ich dann auch nochmal reingehen gerne, weil Christine hat sich ja, oder Frau Sturm hat sich ja dann nochmal sehr deutlich geäußert. Als Grüne stehen wir auf diesem Verfahren dann, was, sag ich mal, eine sehr, sehr große Beschleunigung dann bei der Planung und auch bei der Umsetzung ja gebracht hat. Ursprünglich war ja von einem einfachen oder von einem normalen GWG-Verfahren dann, also sagen wir mal, über einen Wettbewerb geht dann, dass man dann einen Entwurf auswählt dann, dass man dann eine Ausschreibung einfach geht. Über diesen wettbewerblichen Dialog, den wir jetzt gefasst haben, haben wir A, sag ich mal, eine hohe Beschleunigung dann dieses Verfahrens. Und B, vielleicht auch eine hoffentlich gute Kostensicherheit. Das war ein Vorschlag dann, den wir damals 2018 mit reingebracht haben. Und ich denke, es war an der Stelle auch ein sehr guter. Im Kulturbereich haben wir ja jetzt die Situation mittlerweile dann, dass wir auch über einige Großprojekte natürlich dann, auch, sag ich mal, eine sehr, sehr große Bindung dann der Haushaltsmittel haben dann, die dann zum Teil teilweise dann auch dann den einfach oder den freiberuflichen Kulturschaffenden nicht mehr zur Verfügung stellen. Und eine ähnliche Situation müssten wir, glaube ich, beachten dann, dass wir das nicht auch im Sportbereich bekommen. Wenn wir, sage ich mal, sehr große Sportanlagen errichten, dann braucht es dafür auch eine sehr, sehr gute Betreibung, damit wir an dieser Stelle, sage ich mal, auch nicht alle konsumtiven Mittel so weit binden, dass letzten Endes dann für die Sportvereine und auch für die kleinen ehrenamtlich agierenden Menschen dann, die auch, sag ich mal, einen Großteil dieser Bevölkerung dann, das sind immerhin 79% nach kommunaler Bevölkerungsbefragung dann auch da, Bürgerbefragung da sind dann, also die bei uns aktiv Sport treiben. Und wir, glaube ich dann, wir haben auch jetzt aktuell eine Situation dann, dass diese Sportvereine Mitglieder verlieren. Und wenn wir das nicht beachten, dann müssen wir auch, dann gehen uns, sag ich mal, an der Stelle zwar die Vereine dann auch ein Stück weit kaputt dann, weil sie letzten Endes dann auch verlieren an Attraktivität. Das muss ich mal so vielleicht ein kleines bisschen auch mit reinbringen dann hier an dieser Stelle dann, weil diese Euphorie können wir auch teilen, weil dieses Steyr-Stadion selber dann wird eine gute und große Sportstätte sein. Es ist ein Leuchtturm letzten Endes bei uns in dieser Stadt und sie wird hoffentlich auch, sag ich mal, entsprechend eine Außenwirkung bringen. Aber sie muss natürlich dann auch langfristig betrieben werden und sie muss langfristig auch dann kostendeckend dann oder zumindest so weit betrieben werden, dann, dass wir, sag ich mal, nicht überbordene Zuschüsse bringen müssen. Und an der Stelle ist deswegen auch dann nochmal dieser Einwand gekommen, auch von der Zeitung, weil ich glaube, das ist notwendig. Wir haben es beim Kulturpalast genauso eingefordert, dass wir gesagt haben, auch da brauchen wir in irgendeiner Weise dann Konzerte, weil wir es mit der eigenen Philharmonie nicht schlussendlich 100% auslasten werden. Und wir werden, sag ich mal, wenn wir die Bundesmeisterschaft in der Leichtathletik 2024 hierher bekommen, ist das ein guter Auftakt. Aber wir müssen trotzdem schauen, dann, dass wir auch dann die nächsten Jahre entweder gute Sportwettkämpfe oder eben halt Veranstaltungen ins Steyr-Stadion holen, damit letzten Endes dann auch ähnlich wie beim Dynamo-Stadion da eine gute Kostendeckung stattfindet. Aber auch da wissen wir dann, also dass auch die Projektgesellschaft Dresden eine ganze Weile gebraucht hat, bis sie überhaupt dorthin gekommen ist. Und wir wissen auch dann, dass wir auch die nächsten Jahre dann und auch die letzten Jahre schon einen gewissen Zuschuss an dieser Stelle mit reingebracht haben. An der Stelle ist soweit, meine Zeit ist weg. Sozusagen dieses Betreiberkonzept wird auch nochmal mit vorlegen dann oder uns im Sportausschuss mit präsentieren. Ansonsten sportfrei für alle Sportvereine dann, die dort dann trainieren werden dann und uns auch gute Wettkämpfe und gute Veranstaltungen in diesem neu gebauten Steyr-Stadion ab 2024. Vielen Dank.
Soweit zunächst die Fraktionsrunde. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Bitte schön, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Man könnte, jetzt hier natürlich sich hinstellen und sagen, jetzt mitten in der Pandemie, wir wissen nicht genau, was passiert, wir wissen nicht genau, wie viel Geld wir bald noch haben werden, ob es gut ausgeht, ob es schlecht ausgeht, jetzt 37 Millionen wirklich in Auftrag zu geben, ist der falsche Zeitpunkt. Man könnte sagen, es ist unpassend. Ich sage könnte, man kann nämlich auch sagen, dieser Prozess, der war jetzt schon so lange, wir haben also auch im Haushalt darüber gesprochen und abgestimmt. Es ist ein Prozess, der schon seit längerer Zeit läuft und der natürlich ist ein Stadion, der für Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte dann dort stehen wird. Also von daher, ich tendiere dahin zu sagen, die Entscheidung heute zu fällen ist wahrscheinlich verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll, aber man sollte das könnte vom Anfang immer im Auge behalten. Hier hoffen wir mal, dass alles mit Corona gut geht. Zwei Dinge möchte ich ansprechen, die hier noch nicht angesprochen wurden, weil ich bin ja sehr froh gewesen, als ich den federführenden Ausschuss gelesen habe. Es hat ja Photovoltaik aufs Dach noch geschafft. So, und da bin ich sehr froh drum, denn ein Stadion mit einem riesigen Dach zu planen, wo wir ja vor einem Jahr genau hier im Stadtrat beschlossen hatten, dass CO2 auf eine Reise gehen soll, zur CO2-Minimierung bis hin zur CO2-Neutralität. Das ein Dach ohne Photovoltaikanlage zu planen, ist natürlich anachronistisch, ist natürlich sinnlos. Und ich bin sehr froh, dass wir dann heute wahrscheinlich eine sehr große Mehrheit im Stadtrat haben werden, die sich dann damit mittelbar auch zu Photovoltaik auf größeren Dächern, auf kommunalen Flächen bekennt. Das Zweite, was ich anmerken will, ist, die Leute, wenn sie im Steyr-Stadion sind, dann haben sie Spaß, dann treiben sie Sport, dann gucken sie Sport zu. Wenn sie Sport zugucken, sind es wahrscheinlich mehrere Menschen, ja, mehrere Tausend. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kommen die Leute dahin? So, und wenn man sich vorstellt, wir sind ja jetzt eigentlich in unmittelbarer Nähe zum Steyr-Stadion, wir sind ja jetzt hier in der Messe und alles, was in Pieschen, Mikten, Drachenberge, also Dresden Nordwest wohnt, kommt da eigentlich nicht wirklich gut hin. So, mit dem Auto gibt es nur zwei Wege außenrum und das heißt, wir machen uns sozusagen die Leipziger voll. So, und es gibt einen Ausweg, der auch in diesem Stadtrat eigentlich mehrheitsfähig sein muss. Es gibt den Vorschlag damals von der SPD der Fähre in Pieschen, von Pieschen rüber ins Ostra-Gehege, dann wäre man ziemlich schnell da. Es gibt auch den Vorschlag, den haben die Grünen ja per Mitgliederentscheid oder so beschlossen, eine Fußradbrücke in Pieschen zu machen. Und ich glaube, die CDU hat damals bei der Fähre auch mitgestimmt und ich glaube, eine Brücke kann man da vielleicht auch hinbauen. Diese Fußradbrücke steht übrigens auch im Verkehrsentwicklungsplan und dort als perspektivische Maßnahme ab 2025. Und das heißt, wenn wir jetzt das Steyr-Stadion bauen und wir das 2024 fertig haben wollen, dann sollten wir jetzt auch bald anfangen, über eine Elbquerung gleich welcher Art zwischen Pieschen und der Messe, zwischen Pieschen, Mikten, Drachenberge und dem Steyr-Stadion zu sprechen. Wenn wir einen Tunnel bauen wollen, von mir aus. Ja, aber wir haben ja heute vom OB gehört, es soll man sachlich bleiben und keine unsachlichen Vorschläge machen. Von daher, ich denke, ein Tunnel ist zu teuer. Aber warum nicht? In Hamburg gibt es einen sehr schönen Tunnel, so einen alten mit Kacheln dran. Gut, ich höre auf. Dankeschön. Bist du mit Augenzwinkern? Wir haben dort gerade einen Tunnel gebaut. Der ist aber nie ausreichend, dass da Menschen durchkommen. Da ist die Fernwärme, die da durchläuft. So, gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt? Herr Dr. Lammes,
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es ist mir sehr daran gelegen, eines hier richtigzustellen, was ein Zungenschlag in der Bemerkung von Herrn Kollegen Schulte-Wissermann gewesen ist, auch im Interesse derer, die mit ganz, ganz großer Leidenschaft dieses Projekt betrieben haben. Und das ist, glaube ich, bis heute auch zu spüren. Es ist von Anfang an in der Ausschreibung die Nutzbarkeit des Daches als für die Einrichtung einer Solaranlage vorgesehen gewesen. Das war Ausschreibungsbedingung, dass das Dach so gebaut wird, weil allen, die sind auch inhaltlich dahinter. Und wir nehmen den Rückenwind wunderbar gerne mit, dass das jetzt auch nochmal aufgegriffen und im Ausschussbericht geschrieben worden ist. Aber weder die Stesat noch der Eigenbetrieb noch sonst jemand hat hier ein Solardach vergessen, sondern es war von Anfang an vorgesehen. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung, dann ist es einstimmig mit 69 Ja-Stimmen so beschlossen. Mit Blick auf die Uhr sind wir fast exakt 18.30 Uhr. Wir setzen 19 Uhr fort. Ich wünsche eine angenehme Pause. Deswegen bitte ich, die Plätze wieder einzunehmen. Nehmen und die bilateralen Unterhaltungen entweder nach draußen zu verlegen oder einzustellen. Wenn die jetzt alle Menschen jetzt noch.